Chile kommt nicht zur Ruhe. Auch am Dienstagabend kam es in der Hauptstadt Santiago zu gewalttätigen Protesten gegen die Regierung und zur Ausschreitung. Die Polizei war mit gepanzerten Fahrzeugen vor Ort und setzte Tränengas ein. Meldungen über Verletzte oder Festnahmen gab es zunächst nicht. Die Unruhen in dem Land halten schon seit Tagen an. Auslöser war eine Anhebung der U-Bahn-Fahrpreise, die inzwischen zurückgenommen wurde. Danach weiteten sich die Proteste aber zu einer Massenbewegung aus. Mindestens 20 Menschen wurden dabei nach Regierungsangaben getötet. Um die Proteste einzudämmen, kündigte die Regierung von Präsident Piñera Anhebungen beim Mindestlohn an, stockte die Mindestrenten auf und setzte eine Erhöhung des Strompreises aus. Außerdem ersetzte er sein gesamtes Kabinett. Vielen Demonstranten reicht das allerdings nicht. Sie beklagen die schlechte soziale Lage in dem Land und werfen der Regierung Korruption vor.